Gut 2 Dutzend Regimekritiker haben am Freitag nach Angaben der Polizei die syrische Botschaft in Berlin gestürmt. Sie drangen am Nachmittag durch einen Hintereingang in das Gebäude ein und zerstörten Bilder von Präsident Bashar al-Assad und dessen Vater. Aus 2 Fenstern hängten sie eine Fahne des syrischen Widerstands und eine Fahne der syrischen Kurden. An das Hauptportal sprühten sie die Parole "Nieder mit Bashar". Geplant war nur eine Demonstration. Einfach nur, um zu sagen, Syrien will Freiheit. Es sterben genug jeden Tag genug Menschen in Syrien. Also helft uns. Es geht so nicht mehr weiter für das syrische Volk. Die Polizei griff einige der Sprayer auf und führte sie ab. Nach gut 20 Minuten verließen die Eindringlinge die Botschaft wieder und versammelten sich vor dem Zaun, um zu demonstrieren.